sehen dich noch nicht, aber du siehst uns und hörst schon zu. Du bist auch gleich dran. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste und Teilnehmende aus Kulturpolitik, Kulturverwaltung, Kulturjournalismus, aus Wissenschaft und Praxis, der kulturellen und der politischen Bildung, hier im Saal und vor allem auch vor den Bildschirmen im Livestream. Ich darf Sie im Namen nicht nur der Bundeszentrale für politische Bildung begrüßen, sondern auch und gerade für die kulturpolitische Gesellschaft, unsere hochgeschätzte Partnerin beim 11. Bundeskongress. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle miteinander da sind. Und ganz besonders begrüßen möchte ich den Vorsitzenden und Präsidenten der kulturpolitischen Gesellschaft, dich, lieber Tobias Knoblich. Du bist Dezernent für Kultur und Stadtentwicklung der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Dein Freistaat wird ja immer mal wieder in den Nachrichten vorgestellt, also kommst aus bewegten Ecken. Und ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder so konstruktiv und gut zusammengearbeitet haben und auch nach der Corona-Pause endlich wieder analog hier zusammenkommen können. Meine Aufgabe ist es, Ihnen zu Beginn einen kurzen Einblick zu geben in das, was Sie in den kommenden zwei Tagen hier bei diesem Kongress erwartet. In drei zentralen Panels und, wenn ich richtig gezählt habe, insgesamt 17 Foren, werden wir das Kongressthema »Die Kunst der Demokratie«, Kulturpolitik als Demokratiepolitik, entfalten und beleuchten. Leitend sind hierbei Fragen nach dem Zustand der Demokratie, dem Ende der Freiheit und der Kultur als Austragungsort politischer Konflikte. Damit knüpfen wir an zentrale Ergebnisse, Fragestellungen, Thesen, auch Kontroversen und Desiderate des letzten Kongresses statt. Sie erinnern sich, der fand statt unter dem Titel »Kultur, Macht, Heimaten«. Und er war auch analog. Und dann kam der Einschnitt. Ja, und dann gab es natürlich auch, und das will ich an der Stelle erwähnen, einen Ausfallschritt, einen digitalen Ausfallschritt, nämlich unser entsprechendes Ersatzprogramm in der Corona-Zeit, No Future, die Kunst des Aufbruchs. Sie werden sich erinnern, wir haben dort über die Systemkrisen der Kultur gesprochen und diskutiert. Auch diesmal beabsichtigen wir, neben der differenzierten und wissenschaftsbasierten Entfaltung dieses komplexen Themenfelds, die Entwicklung praxistauglicher, zukunftsweisender Ansätze und Konzeptionen. Unser Ziel und Anspruch ist es also, kontrovers und offen in die Debatte zu gehen und womöglich nicht bei der Reflexion stehen zu bleiben, sondern Handlungsstrategien aufzuzeigen für die Weiterentwicklung der verschiedenen hier versammelten Felder. Den diskursiven und realpolitischen Rahmen dieses Kongresses bildet, Sie wissen es alle, Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Aus diesem Anlass wird uns meine Kollegin Katharina Stetsewitsch, die Leiterin der neuen Projektgruppe Mittel- und Osteuropa in der Bundeszentrale für politische Bildung, im Gespräch mit der Autorin, Verlegerin und Kuratorin Katharina Mischenko vor dem ersten Panel kritische Impulse mitgeben, die wir als Folien nutzen können, vor deren Hintergrund wir miteinander in Austausch treten können. Abgerundet werden die unterschiedlichen Formate am morgigen Nachmittag mit einer künstlerischen Intervention und einem, wenn man so will, polyphonen Ausblick, für den ich mich freue, Katharina Heidt als neue Geschäftsführerin der kulturpolitischen Gesellschaft seit einer Woche begrüßen zu dürfen, dann meine ehemalige Kollegin Sabine Dengel, jetzt Dezernentin für Bildung, Kultur und Jugend der Landeshauptstadt Saarbrücken, sowie Christina Stausberg, die Hauptreferentin für Kultur des Deutschen Städtetags. Deren dreier Mitwirkungen haben wir viele Monate in der Vorbereitung zu verdanken. Vielen Dank für die Impulse. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback am Ende der Konferenz. Auch hierfür möchte ich mich herzlich bedanken. Zwei organisatorische Hinweise zum Abschluss seien mir noch gestattet. Zum einen der Hinweis auf die digitale Kongressteilnahme, die bei den Formaten, die hier auf dem Podium stattfinden, möglich ist und die im Nachgang auf den Websites der Kulturpolitischen Gesellschaft und der Bundeszentrale für politische Bildung auch nachzusehen sind. Zum anderen auf das Programmheft, das Sie in der Mappe finden, welches Sie bei der Registrierung erhalten haben, und dort auch noch abholen können. Hierin finden Sie beispielsweise ausführliche Informationen zu den Foren und weitere organisatorische Hinweise. Und natürlich auch sind die Kolleginnen und Kollegen der Kulturpolitischen Gesellschaft und der Bundeszentrale für politische Bildung jederzeit für Sie ansprechbar.
Last but not least darf ich Sie auf unseren Kulturabend unter dem Titel Die Rolle von Kunst und Künstlerinnen in Krisen- und Kriegszeiten hinweisen, den wir heute ab 19 Uhr exklusiv für Sie im Deutschen Historischen Museum diskursiv, musikalisch und natürlich kulinarisch begehen werden. Dafür danke ich der stellvertretenden Präsidentin des DHM, Ulrike Kretschmer, bereits jetzt sehr herzlich und darf Sie neugierig machen auf die kurzen Führungen durch die beiden großen Ausstellungen zu Richard Wagner und Karl Marx. Das ist ein super Couple, die beiden. Und Sie können sich entscheiden für einen von den beiden und dann eben durch diese Ausstellung geführt werden von ExpertInnen, die wir gewonnen haben, diese Führung für Sie zu realisieren. Und dann gibt es natürlich noch viele weitere Sachen, aber ich werde jetzt nicht alles spoilern. Ich darf mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und möchte jetzt das Pult freimachen für Claudia Roth. Vielen Dank, Claudia, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Du hast das Wort. Bleibt der Apparat hier stehen? Ja, gut. Ja, lieber Thomas Krüger, lieber Tobias Knoblich, Henning Mohr, Norbert Sievers, Christina Strausberg, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, lieber Senator Carsten Broster, liebe Katharinas, liebe Mitglieder der Kulturpolitischen Gesellschaft, liebe VertreterInnen unterschiedlichster Institutionen, liebe Kulturschaffende, liebe Demokratinnen und Demokraten, Freundinnen und Freunde, lieber Kurt Eichler. Warum Kurt Eichler? Wir kennen uns seit 47 Jahren. Und ich finde, es ist gut, wenn Menschen sich treu bleiben und wenn man sich immer wieder in harten, schwierigen Zeiten immer wieder an den richtigen Orten trifft. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, lieber Kurt, dass wir uns treffen. Er war beim Dortmunder Lehrlingstheater, ich war in den städtischen Bühnen in Dortmund. Und ich freue mich, dass wir uns hier treffen. Und ich habe wirklich ein ganz tiefes Gefühl, nach Hause zu kommen und hier Familie zu treffen. Familien, die ja immer dann gut sind, wenn sie auch sehr unterschiedlich sind. Also, Dankeschön für die Einladung. Vorgestern war ich in Odessa, in einer Stadt im Kriegszustand. Eine Reise, die mich tief bewegt hat, tief berührt hat und sehr aufgewühlt hat. Jetzt zurück in Berlin bin ich immer noch nicht ganz wieder da. Krieg, Bedrohung, Alarm in der Nacht, das sind existenzielle Erfahrungen, die einen sehr nah angehen. Sie wirken nach und sie relativieren sehr viel und sie überlagern vieles. Man erlebt, dass Angst und Wut, dass Ohnmacht und Auflehnung, dass Enthusiasmus und Verzweiflung ganz nahe Verwandte sind. Für eine Kulturstaatsministerin auf Besuch aus Berlin wird in einer belagerten Stadt vieles sichtbar. Im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Man muss in Odessa niemanden nach dem wunderschönen Opernhaus fragen. Jedes Kulturdenkmal in der Stadt ist markiert. Hinter Sandsäcken, hinter Panzersperren. Verschwunden, eine Geste der Verzweiflung. Sichtbar und erfahrbar wird so der Wert all dessen, was für uns so selbstverständlich ist. Sichtbar und erfahrbar wird der unglaubliche Wert eines Opernhauses, einer Philharmonie, der Filmstudios, eines Kinos, eines Theaters, einer Bibliothek. Das Ringen der Menschen darum, diese Orte zu erhalten und diese Orte nicht zu verlieren, das spürst du da. Sie lebendig zu halten, wie die Bibliothek
wo die Leiterin der Bibliothek mir mit Tränen in den Augen von 5 Millionen Büchern, die sie dort haben, ein unglaublicher Reichtum, und wie sie versuchen, diese 5 Millionen Bücher, diesen Reichtum zu beschützen. Der unbedingte Willen, sich dem Aggressor entgegenzustellen, einem Regime, das ein souveränes Land angreift, das Frauen, das Kinder, das Männer ermordet, das lügt, das aber auch, und das wurde mir in den letzten Tagen nochmal klar, was das heißt, das auch einen Krieg gegen die Kultur führt. Ein Krieg, der sich richtet gegen die kulturelle Identität, der diese Kultur und damit die kulturelle Identität der Ukraine zerstören will. Und dass es ein systematischer Krieg ist, das zeigen die Zahlen, die mir mein ukrainischer Kollege genannt hat. Er hat mir vor 3 Tagen gesagt, es sind etwa 375 Kultureinrichtungen gezielt angegriffen worden. Theater, Konzertsäle, Museen, Häuser, wo wichtige Persönlichkeiten der ukrainischen Geschichte aufgewachsen sind, systematisch angegriffen worden, zerstört, beschädigt worden, und etwa 170 Kirchen, vor allem orthodoxe Kirchen, die angegriffen, beschädigt und zum Teil zerstört worden sind. Sie zu verlieren in einem Krieg und an einen Gegner, der bereit ist, wirklich alles zu zerstören, was sich der Dominanz Russlands nicht fügen will, das ist die ganz, ganz große Sorge der Menschen dort. Dass russische Raketen Opernhäuser, Bibliotheken und Theater treffen, die gerade was Odessa angeht, ebenso russisch wie ukrainisch sind, macht die Absurdität dieses Krieges vielleicht nirgendwo offensichtlicher als dort. Odessa war immer auch eine russische Stadt, die vielleicht russischste Stadt in der Ukraine. Heute ist die Stadt für Russland definitiv verloren. Verloren, noch bevor ein russischer Soldat einen Fuß über die Stadtgrenze gesetzt hat. Wer vor dem Krieg pro-russisch war, ist es nun ganz sicher nicht mehr und wird es nie mehr sein. Und die Kultur Odessas, ist sie nun ukrainisch oder russisch? Oder war sie immer beides? Ist sie geblieben, was sie war, oder entsteht hier eine neue kulturelle Identität? Als Kulturpolitikerin kann man hier wirklich einiges lernen. 2 Tage Odessa, das waren 2 Tage an der Frontlinie zwischen Demokratie und Autokratie und waren eine Lektion dafür, dass Kunst und Kultur kein Luxus nur für gute Zeiten ist, sondern ein Lebenselixier, die Stimme der Demokratie. Eine Lektion, dass Kunst, Kultur, Literatur, Malerei, Musik Freiheit brauchen. Die Freiheit, sich nicht zwischen Nationalitäten entscheiden zu müssen. Eine Lektion darin, dass einer gewachsenen, multikulturellen Gesellschaft eine vorgeblich überlegene Nationalkultur aufzwingen zu wollen, nicht nur eine gefährliche, sondern eine selbstmörderische Idee ist. Wenn ich hier auf dem Kulturpolitischen Bundeskongress in Berlin über Odessa spreche, dann deshalb, weil die Gefährdung all dessen, was uns hier beschäftigt, Gesellschaften, die in krisenhaften Situationen nach einem demokratischen Miteinander suchen, dort in Odessa, wie in Kharkiv, wie in Lviv, wie in Mariupol, wie in Kiew, in Bucha, blutige und grausame Realität geworden ist. Aber es gibt daneben noch etwas anderes, das am Beispiel Odessas deutlich wird. Die Überlegenheit einer noch so unvollkommenen Demokratie gegenüber der Autokratie. Denn die Gefahr,
in der die Stadt lebt. Die Androhung von Freiheitsentzug stößt auf einen unbändigen Widerstand, der erkennen lässt, dass dort niemand bereit ist, die einmal erlebte und gelebte Freiheit des Wortes, der Presse, der Kunst und Kultur wieder preiszugeben. Ganz im Gegenteil. Eine einmal gewonnene und erprobte Freiheit, das gilt in Odessa wie überall, ist nur mit restriktiver Gewalt wieder einzuschränken oder, schlimmer noch, mit brutaler Waffengewalt zu unterbinden. Das kann, wer will, in einer Stadt wie Odessa lernen. In einer Hafenstadt, zumal einer offenen, zum Meer hin offenen Stadt, natürlich stand ich auf dieser berühmten Eisensteintreppe, eine Stadt, die wie alle diese Städte ein Einfallstor ist, ein Einfallstor für Neues, für Fremdes, für Einflüsse aller Art, literarische, musikalische, künstlerische Einflüsse, ein großer Marktplatz der Kulturen. Gehandelt wurde und wird nie nur mit Waren, gehandelt wird auch mit Formen, mit Farben, mit Stilen, mit unterschiedlichen Sounds. Was gefällt, wird geteilt. Diese Offenheit für Einflüsse, für Formen, für Stile ist es, die ich unter einen erweiterten Kulturbegriff fassen möchte. Er lässt Konkurrenzen zu, auch Reibung, wendet sich aber gegen jeden künstlichen Reinheitsbegriff von Hochkultur oder von Nationalkultur. In einer globalisierten Welt, in der wir leben, sind solche Abstraktionen doch auch wirklich realitätsfern. Ich glaube nicht, dass man Generationen, die in dieser globalisierten Welt aufgewachsen sind, die ganz unterschiedliche Wurzeln haben, dass man diesen Generationen erklären muss, warum ein erweiterter Kulturbegriff neben der klassischen Musik, der Oper oder der Chormusik auch die Popmusik natürlich umfasst. Warum zur klassischen Literatur natürlich auch der Poetry Slam gehört. Erklärungsbedürftig wäre ein Kulturbegriff, der völlig unberührt von der Gegenwart bliebe, von ihrer Gegenwart, der Gegenwart dieser Generationen, in der sie nicht vorkommen würden. Es braucht aber die Heimaten der Kultur, die Heimaten, wo du hingehörst, wo du dazugehörst und wo du gebraucht wirst. Vielfalt ist die Bedingung von Kultur, eine kreative und produktive Vielfalt, aus der Neues hervorgeht. Und produktiv heißt nicht in jedem Fall, dass kulturelle Eigenarten im dialektischen Sinn ineinander aufgehen sollen. Sie sollen nicht abgeschliffen oder sie sollen auch nicht eingeebnet werden. Ihr Nebeneinander ist produktiv, es erzeugt Reibung. Sie kann konfliktreich sein, aber eben auch bereichernd. Für diese Vielfalt in Freiheit zu sorgen, Vielfalt in Freiheit, dafür zu sorgen, ist Aufgabe einer demokratischen Kulturpolitik. Deutschland ist ein Einwanderungsland, ist eine multikulturelle, demokratische Gesellschaft, die eine gleichberechtigte Teilhabe kultureller Minderheiten, eine Sicherstellung ihrer Rechte und die Verhinderung von Machtmissbrauch durch politische Eliten gewähren will und gewähren muss. Auch eine demokratische Kulturpolitik muss dafür sorgen, dass sie es auch kann. Akzeptanz, was mehr ist als Toleranz, Akzeptanz und Verständigung brauchen Voraussetzungen. Sie sind aber auch selbst die Voraussetzung für Multikulturalität, für Vielfalt, für Diversität. Und genau das sind die Stärken einer Gesellschaft. Sie stärken
was man heute Resilienz nennt. Die Fähigkeit, sich auch in Krisen zu verständigen, Krisen zu bestehen und zu überwinden. Man kann Einfluss nehmen auf diese Faktoren, indem man sie fördert, unterstützt oder sie doch wenigstens nicht behindert. Verordnen kann man sie nicht. Doch was bedeutet das in der Praxis? Zu den Aufgaben einer Kulturstaatsministerin gehört es, kulturelle Einrichtungen und Projekte von nationaler und gesamtstaatlicher Bedeutung zu fördern. So steht es in meiner Arbeitsplatzbeschreibung. Doch welche Einrichtungen und Projekte sind von nationaler, gesamtstaatlicher Bedeutung? In der Bundesrepublik Deutschland muss man dazu noch fragen, auf welche Einrichtungen und Projekte einzelner Bundesländer diese Attribute zutreffen. Carsten. Institutionen, Stiftungen, Archive, Bibliotheken, Kulturdenkmale, ja, aber daneben noch etwas anderes von außerordentlicher nationaler und gesamtstaatlicher Bedeutung. Alles nämlich, was das kulturelle Zusammenwirken und das gesellschaftliche Zusammenleben mit all seinen Reibungen und Widersprüchen fördert. Freiheit, Öffentlichkeit, Teilhabe und Existenzsicherung. Weil aber beide Kultur und Gesellschaft zusammengehören und sich auch nicht auseinanderrechnen lassen, wird es auch immer wieder Interessenskonflikte geben. Was hat mehr Gewicht? Was hat mehr Bedeutung? Was wollen, was sollen, was können wir fördern? Freie Theaterprojekte oder Nationaltheater? Museen oder in Krisenzeiten zumal doch besser Schulen und Kindertagesstätten? Ein schlimmer Konflikt und eine schlimme, gefährliche Konfrontation. Und was heißt überhaupt in Krisenzeiten? Die Pandemie hat gezeigt, Interessenskonflikte wie die genannten können für die Kultur im Allgemeinen und für die Kulturschaffenden im Besonderen existenzgefährdend sein. Sie hat außerdem gezeigt, und das ist mir wichtig und wurde mir in den letzten Tagen nochmal so deutlich, Kultur ist keine verzichtbare Beigabe, sondern sie ist von existenzieller Bedeutung, weil Kultur die Stimme unserer Demokratie ist. Ohne Kunst und Kultur ist alles stumm. Das heißt, demokratische Gesellschaften brauchen Kultureinrichtungen, Theater, Kinos, Konzertsäle, Museen. Und sie brauchen sie nicht nur groß und national, sondern auch in klein und regional. Sie brauchen sie vielfältig, sie brauchen sie divers und sie brauchen sie nachhaltig. Das sind Aufgaben, die Bund und Länder nur gemeinsam bewältigen werden. Und deshalb will die Regierungskoalition Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankern, um damit auch noch mal deutlich zu machen, was Verantwortung bedeutet. Deshalb möchten wir ein sehr gleichberechtigtes, ein produktives Zusammenwirken von Bund und Ländern. Ich bin in Ulm geboren, Baden-Württemberg und in Bayern aufgewachsen. Das heißt, der Föderalismus ist in meiner DNA verankert. Der Maßstab für eine demokratische Kulturpolitik muss dabei die Freiheit von Kunst und Kultur bleiben. Die Freiheit von Kunst und Kultur bleiben. Und das ist auch etwas, wofür wir hier bei uns jeden Tag uns einsetzen müssen und bewusst sein müssen. Kunst, sie muss mir nicht gefallen. Sie muss nicht politisch sein. Sie kann aber politisch sein. Aber die Freiheit von Kunst und Kultur, sie zu achten, sie zu verteidigen, das ist eine der wichtigsten Folgen, eine der wichtigsten Errungenschaften unserer historischen Verantwortung. Vielfalt zu fördern heißt für eine demokratische Kulturpolitik nicht, Kunst
und Kultur der Beliebigkeit zu überlassen, sondern ihr mit den Mitteln öffentlicher Förderung Ausdrucksmöglichkeiten zu öffnen und Räume zu schaffen, in denen künstlerische und kulturelle Vielfalt, in denen Diversität und in denen Nachhaltigkeit wirklich gelingen und wirken können. In einem Artikel in einer großen Zeitung nach dem Theatertreffen stand im Feuilleton, im Theatertreffen in Berlin, Diversität, Nachhaltigkeit, wo bleibt denn da die Kunst? Ich erlaube mir zu sagen, die sind untrennbar miteinander verbunden und wir müssten sie endlich viel stärker miteinander verbinden. Das sind doch die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und wenn ich über Nachhaltigkeit rede, dann geht es auch darum zu fragen, wie sieht die Ästhetik der Nachhaltigkeit aus? Aber das ist dann beim nächsten Mal meine Rede. Vielen Dank. Großartig. Vielen herzlichen Dank, liebe Frau Roth. Eine wunderbar persönliche Eröffnungsrede für diesen Bundeskongress, wie man sie sich besser nicht wünschen kann. Und in diesem persönlichen Odessa-Besuch, bei aller Tragik, war doch so eine erfrischende, zupackende Note drin. Und Sie haben sozusagen die komplette Kulturpolitik oder Ihr Programm aus diesem Odessa-Besuch heraus entwickelt. Herzlichen Dank. Ich habe jetzt die Freude, den Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins, der leider parallel zu uns tagt, das muss er uns jetzt erklären, aber er kann es nicht, was aufgezeichnet ist, zu begrüßen, den Kultursenator der Freien Hansestadt Hamburg, Dr. Carsten Brosta. Und ich danke ihm schon mal herzlich, dass wir ihm den Buchtitel klauen konnten für unseren Bundeskongress. Besseren Titel kann man eigentlich nicht finden und Gutes soll man ja teilen. Sie haben auch vom Teilen gesprochen, liebe Frau Roth. Wir teilen die Kunst der Demokratie mit Carsten Brosta und hier ist seine Keynote. Moin. Herzlich willkommen, liebe kulturpolitische Gesellschaft. Wie gerne wäre ich in diesem Jahr beim Jahreskongress mit dabei gewesen. Leider bin ich parallel, oder leider kann man gar nicht sagen, aber ich bin parallel bei der Jahreshauptversammlung des Deutschen Bühnenvereins. Und auch da diskutieren wir genau die Themen, die Sie auf Ihrer Agenda haben. Und ich hoffe sehr, dass die beiden Orte sich dann auch zumindest geistig miteinander verbinden und freue mich, dass wir in der Pandemie wenigstens die Gelegenheit gefunden haben, die Techniken zu lernen, die es mir jetzt ermöglichen, auf diesem Wege ein paar Sätze an Sie zu richten. Denn das Thema, das die kulturpolitische Gesellschaft sich in diesem Jahr gegeben hat, ist eins, das mir sehr nahe liegt tatsächlich. Die Kunst der Demokratie so nahe, dass ich selber mal vor einiger Zeit ein Buch darüber geschrieben habe, in dem ich auch mit dem Sie vermutlich auch faszinierenden, sozusagen doppeldeutigen Zusammenhang dieser beiden Worte gespielt habe, wenn man sie auf diese Art und Weise miteinander verbindet. Denn die Kunst der Demokratie, das bedeutet ja zum einen, dass man sich beschäftigt mit der Kunst in der Demokratie, also mit den Rahmenbedingungen und den Möglichkeiten, die Demokratie, Kunst und kultureller Produktion bietet. Auf der anderen Seite aber eben auch nicht übersieht, dass die Demokratie selber, wenn man etwas hochgreifen will, so etwas wie eine Kunstform ist, weil es ja gar nicht selbstverständlich ist, dass es uns Menschen tatsächlich gelingt, miteinander gemeinsam auszuhandeln, friedlich und freiheitlich und offen und im Gespräch und davon ausgehend, dass der andere auch Recht haben könnte, wie wir miteinander leben wollen. Das hinzubekommen, hat manchmal durchaus was Kunstvolles und insofern bedeutet die Kunst der Demokratie immer genau das beides. Wie sind die Rahmenbedingungen für die Kunst in der Demokratie und wie gelingt es uns, tatsächlich die Kunst der Demokratie und das Besondere der Demokratie gemeinsam miteinander zu leben? Und ein schönes Beispiel ist tatsächlich, und deswegen habe ich in diesem Buch Die Kunst der Demokratie, Sie haben es gerade eben gesehen, vorne auf den Titel diesen goldenen Ziegelstein gepackt. Der stammt aus einem Hamburger Kunstprojekt, der Goldenen Wand von Woram Burchardt, der auf der Veddel, einem der ärmsten Stadtteile Hamburgs, eine gesamte Hauswand mit Blattgold beschichtet hat. Und mit diesem Vorhaben tatsächlich eine große stadtweite Diskussion darüber ausgelöst hat, wie man mit Kunstförderung im öffentlichen Raum umgeht und ob es denn nun eigentlich
sinnvoll und vernünftig ist, so ein Kunstwerk, das ja dann auch noch ein teures ist, weil es tatsächlich nicht nur goldene Farbe war, sondern wirklich Blattgold, an einem Ort zu machen, wo man natürlich sozialpolitisch jederseits auch sagen könnte, da finanzieren wir lieber ein Jahr eine Kita-Erzieherin von. Und ich glaube, dass die Debatte in der Stadt über dieses Projekt und über dieses Kunstwerk sehr deutlich gemacht hat, welche transformative Kraft kulturelle, künstlerische Interventionen in unseren Alltag haben können. Weil erstens wir als Stadt wahrscheinlich so viel wie lange nicht mehr über diesen Stadtteil diskutiert haben und hingeschaut haben und auch andere Aspekte des Lebens auf der Veddel, einem Stadtteil, der an der Hafenkante liegt, dann auch mit zu berücksichtigen und mit ins städtische Gespräch zu holen. Vor allen Dingen aber auch, weil Boran Burchard darauf hingewiesen hat, dass sich, als das dann fertig war und als auch die Diskussionen vor Ort fertig waren und als auch die erhitzten Diskussionen im Viertel über die Frage, will ich da jetzt ganz besonders drauf gucken oder will ich das gar nicht sehen, entlang der Stadtfeste, die dort auch stattgefunden haben, wo Nachbarschaften sich begegnet sind, als das alles abgeklungen war und dass der Hubsteiger weg war und diese Wand einfach dort golden stand, er etwas festgestellt hat, wenn er sich in das Viertel bewegt hat. Und zwar, dass die Menschen, die durch dieses Viertel gehen, wenn sie an diesem Haus vorbeigehen, tatsächlich nach oben gucken und sich aufrichten, weil sie sehen wollen, was das eigentlich für eine besondere Struktur und Textur ist, die sich da auf einmal in ihrem Stadtteil befindet. Und dieses, so hat Burchard beschrieben, dieses sich aufrichten, dieses sich gerade machen, dieses nach oben gucken, das verändert ja nicht nur die Wahrnehmungsmöglichkeiten, sondern tatsächlich auch die Selbstwahrnehmung von Menschen. Wenn man aufrechter geht, geht man selbstbewusster. Wenn man geradeaus guckt, sieht man auch, wo man hingehen will. Und wenn man so stattdessen durchs Hamburger Grau zur S-Bahn schlurft, um dann irgendwie zum Arbeitsplatz zu fahren. Das heißt, das hat auch durchaus eine richtig physisch, emotional spürbare Wirkung in unserem Alltag, wenn wir uns Kunst aussetzen. Und das ist das, was große Kunst kann. Sie kann uns berühren und nicht nur kognitiv, sondern tatsächlich auch emotional ansprechen. Und ich finde, dass wir diese Form des sich positiv emotional angesprochen Fühlens tatsächlich in unseren Debatten in unserer Gesellschaft allzu häufig besser gebrauchen können, als so manche 42. oder 57. Schleife einer Debatte, die sich nur noch um sich selber dreht und in der die Teilnehmenden zunehmend vergessen zu haben scheinen, worum es eigentlich am Ausgangspunkt mal gegangen ist und sich nur noch darauf konzentrieren, dass sie selber Recht behalten mit der Position, mit der sie ursprünglich mal in diese Debatte gegangen sind. An dieser Stelle berühren sich dann tatsächlich Demokratie und Kunst, berühren sich Demokratiefähigkeit und das Erleben von kulturellen Erzeugnissen in unserem Alltag. Und es ist schon ganz wichtig und wesentlich festzuhalten, dass es nicht so ist, dass die Kunst per se demokratisch ist oder die Kunst per se demokratiefördernd ist oder wir Kunst und Demokratie in eins setzen könnten, ganz und gar nicht. Was demokratisch ist und was zum Wesen der Demokratie gehört, ist das Bekenntnis zur Freiheit der Kunst. Dass die Kunst frei ist, das ist Wesen und Gegenstand einer Demokratie. Kunst selber, künstlerische Praxis, die diese Freiheit in Anspruch nimmt, wiederum muss nichts. Sie ist, wie Everding mal so schön sagte, vollkommen zweckfrei, aber genau deswegen nicht sinnlos. Sondern sie kann uns dabei helfen, Bruchkanten unseres Alltags zu verstehen. Sie kann uns auch genau zeigen, was zerrissen ist in unserer Gesellschaft durch soziale, durch ökonomische, durch politische Ungerechtigkeiten. Und sie kann uns darauf aufmerksam machen, was wir miteinander verhandeln und verarbeiten müssen. Aber sie hat nicht selber die Aufgabe, wie es manchmal so allfertig leicht dahingesprochen wird, selber als Kitt der Gesellschaft dafür zu sorgen, dass die Dinge zusammengehalten werden müssen. Das muss Kunst überhaupt nicht. Kunst kann zerstören, Kunst kann verstören, Kunst kann zerreißen, Kunst kann uns gerade dadurch in die Lage versetzen, Zusammenhänge anders darzustellen und ist in diesem Sinne dann ein Gesprächsanlass, damit wir in anderen Foren und in anderen Kontexten miteinander darüber reden können, was wir künstlerisch und kulturell eigentlich erlebt haben. Was Kunst allerdings kann, ist uns die Fähigkeit immer wieder vor Augen zu führen, dass wir als Menschen in der Lage sind, die Alternative zu denken, die Alternative zu spielen, das andere zu imaginieren und uns damit vorstellen zu können, wie es denn noch sein könnte. Und in einer Gesellschaft, in der wir gerade 2 Jahre Pandemie hinter uns haben und all die sozialen Verwüstungen, die auch die Corona-Bekämpfung mit sich gebracht hat, immer noch verarbeiten. Eine Gesellschaft, die damit umgehen muss, dass vor ihrer Haustür mitten in Europa ein Angriffskrieg stattfindet, in dem Russlands Armee gerade versucht, die Ukraine sich zu unterwerfen und dort die Ukrainer um ihre Freiheit kämpfen und wir uns gar nicht mehr vorstellen konnten, dass es mal notwendig sein wird, noch mit Waffen Freiheit verteidigen zu müssen.
Und in einer Gesellschaft, in einer Welt, in der wir auch damit umgehen müssen, dass menschliches Handeln unter Umständen die Bedingungen des Lebens auf unserem Planeten zerstören. Alles das, solche Prozesse, in denen man sich gar nicht vorstellen kann, wie das nochmal gut ausgehen kann, brauchen wir dringend das Wissen um unsere Fähigkeit, die Alternative denken zu können, weil in dem Moment, in dem wir sie anders spielen, indem wir sie kulturell und künstlerisch imaginieren, sind wir vielleicht auch in der Lage zu erkennen, dass wir auch die Realitäten so verändern können, wie es uns das künstlerische Spiel nur vorlegt. Der große Alexander Kluge hat mal gesagt, Kunst hätte die Fähigkeit, einen Raum neben der Wirklichkeit für uns zu öffnen. Und ich glaube, genau diesen Raum brauchen wir und genau diese Räume müssen wir betreten. Räume, in denen wir uns gesellschaftlich in unserer Verschiedenheit begegnen, in denen wir keine Rollenzuschreibung haben, sondern in denen wir uns tatsächlich damit auseinandersetzen können, wie die Welt denn noch sein könnte. Diese Vorstellung davon, wie sie noch sein könnte, brauchen wir wahrscheinlich dringender als alles andere momentan. Und die Fähigkeit und die Hoffnung, die damit verbunden ist, dass es auch veränderbar dann werden kann, ist etwas, was, glaube ich, Kunst schon im Wesentlichen ausmacht. Denn wann immer es um Kunst geht, geht es darum, schöpferisch etwas zu formen und tatsächlich sich der menschlichen Fähigkeit bewusst zu werden, dass wir die Dinge zum Positiven verändern können. Und das ist natürlich am Ende des Tages dann eben doch eine demokratische Ressource, weil es uns die Zuversicht gibt, dass die Dinge gestaltbar und veränderbar sind. Und diese Zuversicht darf uns gerade in den Zeiten und angesichts der Herausforderungen, in denen wir uns bewegen, nicht abhanden kommen. Und diese Zuversicht richtet sich nicht nur auf die Gesellschaft insgesamt, sondern sie muss sich auch darauf richten, dass wir das kulturelle und das künstlerische Leben in unserem Land, sowohl in der Produktion als auch in der Rezeption, demokratisieren, verbessern, diverser machen, offener machen, auf Bürgerinnen und Bürger zugehen, uns daran zu erinnern, dass wir Kunst und Kultur eben nicht nur um unserer selbst willen produzieren, sondern weil wir eine Gesellschaft und ein Publikum mit den künstlerischen Werken konfrontieren wollen, um es zu inspirieren und auch manchmal durchaus zu irritieren. Das alles sind Facetten des noch viel, viel, viel umfangreicheren Verhältnisses von Kunst und Demokratie, von dem ich hoffe, dass Sie miteinander in Ihren Debatten jetzt während der Konferenz ganz viele neue Erkenntnisse gewinnen werden und die hoffentlich auch in die Debatte um die Zukunft des kulturellen Lebens unseres Landes hineintragen. Denn nichts brauchen wir dringender, nichts brauchen wir wesentlicher als die Zuversicht der Kultur in diesen Tagen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen großartigen Kongress und viele, viele Erkenntnisse, die die Kunst der Demokratie stärker machen werden. Danke, Carsten Broster. Sitzt der kluge Mann vor seiner Bücherwand und lässt uns mit den ganzen Problemen alleine. Na? Auch keine Art. Aber besser als gar nicht. Also ich finde das wunderbar. Das ist ja ein großer Ertrag der Pandemie, wenn man das so sagen darf, dass wir uns auch so verstehen können. Ja, sehr geehrte Frau Staatsministerin, liebe Frau Roth, sehr geehrter lieber Thomas Krüger in Abwesenheit, das ist gerade schon gegangen, sehr geehrter Herr Dr. Broster in Abwesenheit, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bundeskongresses, liebe ehemalige Präsidenten, lieber Olaf Schwenke, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich glaube, er ist da. Und lieber Oliver Scheidt. Eigentlich müsste ja unser Motto lauten, die Kunst der Jonglage. Weil alle Veranstalter gegenwärtig versuchen, das, was sie nicht leisten konnten, in den letzten Monaten nun nachzuholen und übers Knie zu brechen. Die Wächterin über die Zeit, die Bundesanstalt, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig hätte uns dieses Jahr um einige Monate auf 24 vielleicht verlängern sollen, kann sie aber leider nicht. Das heißt, wir müssen mit den knappen Ressourcen umgehen. Mit Überschneidungen und Improvisationen, eben auch mit der Tagungskoinzidenz des Deutschen Bühnenvereins. Wir reihen uns als kulturpolitische Gesellschaft also ein in die Beplanung knapper Zeiträume, obwohl wir uns in den zurückliegenden Monaten an Präsenz und Formatreichtum im Netz gleichsam selbst übertroffen haben, etwa mit unseren erfolgreichen Web-Talks. Doch manche Themen und Anliegen verlangen zwingend andere Verkehrsformen, sollten vor Ort bei tatsächlicher Begegnung und in leidenschaftlichem persönlichen Austausch verhandelt werden. Frau Roth, Sie haben es vorgemacht. Dies gilt für unseren Bundeskongress hier in Berlin, auf dem ich Sie heute sehr herzlich begrüße und mich freue auf die vielen persönlichen Begegnungen nach dieser langen Zeit. Meine Damen und Herren, wir veranstalten diesen Kongress in bewährter Weise gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung und in Kooperation mit dem Deutschen Städtetag, gefördert durch die Staatsministerin für Kultur und Medien im Bundeskanzleramt. Danke für diese Treue, trotz der Unwägbarkeiten im vergangenen Jahr
und unserer Kongressverschiebung. Und danke, liebe Frau Roth, dass Sie diesen Faden aufgegriffen haben und uns gewogen sind. Unser Bundeskongress als methodenreiche Großveranstaltung mit dem Anspruch auf komplexe fachliche Impulse, gesellschaftspolitischen Austausch und gemeinsames Arbeiten über einen längeren Zeitraum könnte niemals ins Netz verlagert werden. Kulturpolitik, wo sie über Grundsatzthemen und Überzeugungsarbeit profiliert werden soll, lebt von der Aura des Persönlichen, aber eben auch vom lebendigen Diskurs, der das Argument vom Podium durchs Auditorium in die Pausen bis in die Abendgespräche hinein wandern und reifen lässt. Am Ende schließlich reisen wir, so zumindest meine Hoffnung, mit neuen Einsichten, gestärkt auch durch die Gemeinschaft Gleichgesinnter, nach Hause. Letztlich scheint es mir diese Willensbildung in gemeinsamer Auseinandersetzung zu sein, die Voraussetzung auch für gute Politik ist, ob in Parlamenten, Kreis- oder Gemeinderäten. Man muss sich nah sein, dann wächst auch das Vertrauen in sachliche Argumente. Damit ist die Brücke geschlagen zu unserem diesjährigen Kongressthema. Wie sollten wir die Kunst der Demokratie verhandeln, ohne uns selbst in einen intensiven Austauschprozess zu begeben? Die Kunst der Demokratie beginnt mit der eigenen und unmittelbaren Verwicklung der starken Identifikation mit dem Gemeinwesen, seiner Gestalt und seiner Gestaltbarkeit. Richard Sennett schrieb einmal: Die athenische Demokratie legte großen Wert darauf, dass ihre Bürger anderen ihre Gedanken in derselben Weise offenlegten, wie die Männer ihre Körper entblößten. Diese gegenseitigen Akte des Offenlegens sollten den Zusammenhalt zwischen den Bürgern festigen. Ist dies aus heutiger Sicht auch eine sehr patriarchale und maskuline Geste, spiegelt sie doch die bis ins Körperliche reichende Betroffenheit vom Gesellschaftlichen wider. Die Agora tritt als räumliche Entsprechung an die Seite des entgleiteten Körpers. Sie ist der politische Ort, an dem unter aller Augen Entscheidungen oder Wahlen stattfinden. Transparenz und unmittelbare Involviertheit sind seit der Antike also wichtige Bestandteile oder Bausteine demokratischen Denkens. Demokratie scheint vor diesem Hintergrund weniger Gabe, denn aktive Tat. Jeder und jede von uns erzeugt und trägt sie in Ursprünglichkeit. Demokratie bedeutet Aushandeln. Aufgrund ihres prozessualen Charakters ist sie grundsätzlich instabil, formbar. Schließlich geht es stets um Macht auf Zeit und die gemeinsame Gestaltung von Übergängen. Demokratie fußt auf Grundsätzen und Überzeugungen, etwa jenen der Selbstbestimmung und der gesellschaftlich eingehegten Freiheit des Einzelnen, muss aber immer auch als transformatorisches Projekt sui generis begriffen werden. Das heißt, es gilt, gesellschaftlichen Konsens permanent neu auszutarieren. Das macht sie anstrengend, mitunter mühsam und Missverständnisse provozierend. Nirgends erlebt man das intensiver als in der Kommunalpolitik, und ich weiß hier, wovon ich rede. Bei aller Dynamik kann Demokratie außerdem nur in staatlicher Verfasstheit wirksam werden. Es gibt keine Demokratie der Menschheit, wie dies der Politikwissenschaftler Philipp Manow beschreibt. Demokratie als Staatsform zwingt uns, immer auch ein Außen zu denken und universalistische Prinzipien auf beides zu beziehen, auf uns und die anderen. Wir benötigen kritisches Bewusstsein für unsere Begrenztheit und mehr Gefühl für Differenz in der Welt. Mit dem Selbstbewusstsein auf dem Königsweg zu sein, ist es nicht getan. Leider müssen wir feststellen, dass weltweit Autokratien zunehmen, es sprach die Ministerin ja auch schon an, oder dass schleichende Autokratisierungsprozesse geschehen. Wir können Entwicklungsimpulse aber nur setzen, wenn wir selbst eine reflektierte und robuste Demokratie tatsächlich leben. Aber gelingt uns dies? Es mehren sich Beobachtungen, dass etwas nicht stimmt mit unserer demokratischen Verfasstheit. Von müder Demokratie, simulativer Demokratie, unpolitischer Demokratie, Entdemokratisierung der Demokratie, demokratischer Regression oder Postdemokratie ist die Rede, um nur einige wichtige Buchtitel zu nennen, mit denen ich mich in letzter Zeit beschäftigt habe. Das macht einen auch ein bisschen depressiv. Aber da wollen wir ja raus aus der Nummer halt. Unsere Jahrzehnte währende Wohlstands- und Aufstiegserfahrung hat zu einem historisch wohl einmaligen Individualismus sowie zu einer Steigerungs- und Wachstumsbesessenheit geführt. Reichweitenvergrößerung und Verfügbarmachung der Welt hat dies der Soziologe Hartmut Rosa genannt.
Dies beeinflusst unser Sensorium für das Gesellschaftliche. Es scheint geradezu zu verschwinden. Andreas Reckwitz spricht daher auch von einer Krise des Allgemeinen. Sie bringe ins Wanken, was die klassische Moderne geprägt und begleitet hat, nämlich das normative Ideal eines gesellschaftlichen Fortschritts. Es herrsche stattdessen ein radikales Regime des Neuen mit immer kürzeren Innovationszyklen. Wir sind nicht mehr an langfristiger Innovation und Revolution orientiert, sondern an der Affektivität des Jetzt. Wir verhalten uns momentanistisch, finde ich einen sehr schönen Begriff. Unterstützt, so möchte man ergänzen, durch die Infokratie der Social Media, die generelle Kurzfristigkeit der Informationsgesellschaft, die dem demokratischen auf Zeitlichkeit und eben auch Zeitlassen verwiesenen Diskurs gleichsam den Atem raubt. Aber auch das Prozedurale der Demokratie befindet sich mutmaßlich in der Krise. Einerseits scheinen die Bürgerinnen und Bürger hinter die Verfahren zurückzutreten, ist von einer Expertokratie die Rede, also von der Dominanz der Gremien, der Beiräte und Ähnlichem, die die Wirksamkeit des Einzelnen und der Einzelnen verschwinden lassen. Andererseits nimmt Bürgerbeteiligung zuweilen Formen an, die begründete Abwägungs- und Entscheidungsprozesse konterkarieren und erheblich verzögern. Etwa in Gestalt jener kleinteiligen Bürgerinitiativen, die zu jedem Zeitpunkt eines Verfahrens oder auch noch lange danach wie Partisanen jenes erbittert und ohne Einsicht verteidigen, das ihnen selbst und nur ihnen selbst am nächsten ist. Man kann eine zunehmende Tendenz der Vergesellschaftung von Individual- oder Kleingruppeninteressen beobachten, die den eigentlichen Demos zum Erfüllungsgehilfen degradiert. Meine Demokratie ist das dann und nur meine. Die empathische Sorge ums Ganze tritt zurück, wird zu etwas Abstraktem, das hyperindividualisierte, singularistische Individuum, auch ein Ausdruck von Herrn Reckwitz, scheinbar gar nicht betrifft. Hinzu kommt, dass politischen Parteien tendenziell die Mitglieder ausgehen, außer den Grünen, die wachsen. Ja, und sich ihre Willensbildung, wäre doch zu einseitig, von den Menschen zu entkoppeln droht. Daraus ergibt sich nicht nur ein Rekrutierungsproblem bei Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern, sondern auch ein Mangel an Identifikationskraft. Wenn ich mir selbst der Nächste bin, wozu brauche ich dann einen Kämpfer, eine Kämpferin fürs Allgemeine? Wie schnell bilden dann Politikerinnen und Politiker eine erbarmungswürdige, um sich selbst kreisende Kaste, die man missachten, beschimpfen und lächerlich machen kann? Wir beklagen also auch eine Krise der Repräsentation. Was ist das Resultat? Andreas Reckwitz schlussfolgert unter anderem, angepasst an die Konsumbedürfnisse der Bürger versteht sich der spätmoderne Staat eher als Einrichtung der Ermöglichung privaten Konsums und weniger der Verfolgung gesamtgesellschaftlicher Ziele. Nun ist das keine ganz neue Kapitalismuskritik, doch scheint mir das Nachutopische heute wirksamer denn je. Und für die Privatisierung der Verfahren oder sagen wir, die Akzeptanz, die starke Akzeptanz einzelner Verwertungsinteressen fallen mir durchaus Beispiele aus dem kommunalpolitischen Alltag ein, von der Einzelhandelssteuerung bis zur Bauleitplanung. Wo wir ganzheitliche Ziele anstreben, zerfasern wir immer schneller in Partialinteressen oder bedienen einzelne Interessen, weil sie uns wichtiger sind als das Ganze. Gleichzeitig, so ein bisschen das Gegenprogramm zu Ihrem Optimismus, Frau Roth, aber ich kriege die Kurve dann auch noch zum Schluss hin. Gleichzeitig, durch das Tal müssen wir durch, das ist dramaturgisch so angelegt. Gleichzeitig ist die Welt komplexer geworden und Sie ahnen, das ist der Tiefpunkt jetzt, beunruhigen uns Veränderungen ganz unterschiedlicher Art, deren Bewältigung uns von der Notwendigkeit gesellschaftlicher Transformation reden lässt. Einer Transformation, die mehr bedeutet als das permanente Austarieren gesellschaftlicher Konsense zur graduellen Neujustierung der Demokratie. Also allein das ist ja schon schwer genug. Es geht vielmehr um disruptive Veränderungen, also die Zerstörung bisheriger Gewissheiten und Pfadbindungen und damit auch eine Belastungsprobe für die Demokratie. Globalisierung, Migration, Klimawandel und Digitalisierung, um nur die wichtigsten Schlagworte zu nennen, das werden wir auch im Programm noch vertiefen, führen zu neuen Aushandlungsprozessen, an deren Ende gänzlich neue Gewissheiten stehen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Herausforderungen sind geradezu gigantisch.
im Umgang mit der Ukraine-Krise, Folge eines bis vor kurzem unvorstellbaren Krieges in Europa, lernen wir beispielsweise gerade im Eiltempo mit Ressourcen neu umzugehen. Vor allem aber Solidarität neu zu deklinieren. So habe ich auch Ihren Besuch, Frau Staatsministerin, in Odessa verstanden. Solidarität mit den Kulturschaffenden, die für die Identität eines Landes von großem, wenn nicht von größtem Gewicht sind. Der Soziologe Heinz Bude hat der Zukunft dieser großen Idee Solidarität vor wenigen Jahren ein Buch gewidmet, in dem ich mir den Satz unterstrichen habe: Die Selbstbesorgten rücken von der Idee der Solidarität ab, weil sie darin eine Formel der Schwäche und der Abhängigkeit erkennen. Die Wahrheit ist, wir sind schwach und abhängig. Doch Solidarität stärkt uns, weil sie das Gemeinsame betont, Verbindung schafft. Es gibt keine konsumistische Monade, in der wir uns abkapseln könnten. Die Welt ist immer schon da. Die globale Zirkulation von Ideen, Waren, Menschen, aber auch Ängsten macht nicht Halt vor unserem perfekten Mikrokosmos, sie zerlegt ihn. Wir bekamen eine Ahnung von anstehenden Verwerfungen etwa der Märkte, als wir die Finanzmarktkrise mit viel staatlichem Geld befriedeten. Der Klimawandel wird mit Geld allein nicht einzuhegen sein. Hier müssen wir wirklich unser Verhalten verändern. Unser westliches Zivilisationsmodell, wie Harald Welzer jüngst schrieb, aufgeben. Solange dieses, wie er sagt, expansive Kulturmodell ungebrochen vorherrscht, solange kann und wird es keinen Pfadwechsel hin zu nachhaltigen und klimaschützenden Wirtschafts- und Lebensformen geben. Über allem aber steht, so auch Uwe Schneidewind, Nachhaltigkeit als kulturelles Projekt, ja kulturelle Revolution, die Abkehr vom industriegesellschaftlichen und wachstumswirtschaftlichen Pfad, der weltweit zur Hauptverkehrsstraße von Entwicklung ausgeweitet worden ist. Politik nun, so Schneidewind, und das scheint mir für unsere Tagung wichtig, Politik übersetzt sich verändernde Wertvorstellungen in einen institutionellen Rahmen. Ohne Politik gibt es keine wertorientierte große Transformation. Hier treffen sich nun die Kunst der Demokratie, die uns Carsten Broster erschlossen hat, und die Kunst des gesellschaftlichen Wandels, wie Schneidewinds Buch im Untertitel heißt, das ich gerade zitiert habe. Die Kunst wird sowohl von Carsten Broster als auch von Uwe Schneidewind beschworen als Methode, wenn man so will, Macht mit spezieller Fertigkeit zu teilen, das Gemeinwesen ebenso zu gestalten bzw. Wandel geschickt ins Werk zu setzen. Kunst hat etwas mit profilierter Wahrnehmung, mit Begabung, aber auch Intuition und Übung zu tun. Dies ist ein Hinweis darauf, dass uns Großes nur gelingen kann, wenn wir es konzeptionell entwickeln, Haltungen und Handlungen daraus ableiten und Avantgarde von Entwicklung sein wollen. Kunst greift voraus, bereitet Wege, affiziert uns mit etwas. Hier vielleicht mit der Lust auf Veränderung, es ist ja nicht nur eine Katastrophe, es ist auch eine Chance, oder ein Rendezvous mit der ewig jungen Demokratie, um es mal ein bisschen romantisch auszudrücken. Das wäre das Gegenstück im Übrigen zur populistischen Revolte, die uns weismacht, wir könnten und müssten gar nicht, wir müssten gar zurückkehren in eine alte, unverfälschte Ordnung. Das war im Übrigen auch schon der Irrglaube zu Zeiten der Reformation. Diese Ordnung hat es nie gegeben. Nur die Denkfaulen und Demagogen glauben, im floralen Bild der Verwurzelung jedem seinen Platz auf dieser Welt zuweisen zu können. Dabei ist Migration wohl eine der ältesten Vitalkulturtechniken der Menschheit, im Übrigen auch schon bei den Neandertalern. Die sind nur mit der Natur ein bisschen schonender umgegangen als wir, die haben ihre Population immer so knapp am Überleben gehalten, wir haben das gegenteilige Programm. Funktioniert aber auch nicht. Meine Damen und Herren, bevor es zu anthropologisch wird, wir als kulturpolitische Gesellschaft sind davon überzeugt, und ich muss ja auch was zum Kulturbereich sagen, das werden Sie sich jetzt gefragt haben, ne? Ich wollte aber das andere, war mir sehr wichtig, das soll der Grundton eigentlich sein dieser Tagung, den Rest vertiefen wir ja noch. Wir als kulturpolitische Gesellschaft sind davon überzeugt, dass Kunst und Kultur bei allen angedeuteten und angerissenen Herausforderungen eine wichtige Rolle einnehmen können und wohl auch müssen. Kulturelle Teilhabe an und Mitgestaltung von künstlerischen Produktionen etwa stärken den demokratischen Lebensprozess und verbessern so das demokratische Bewusstsein sowie den notwendigen Gemeinsinn. Darauf hat auch die Ministerin sehr wortreich hingewiesen. Dafür ist es aber notwendig, dass Kunst und Kultur im Sinne von Beteiligung noch stärker von und mit den Menschen ermöglicht werden. Sicherlich hat sich die
Publikumsorientierung durch ein breiteres Kulturverständnis, neue Vermittlungsmethoden und eine Ausweitung der kulturellen Bildung in der Vergangenheit bereits verbessert. Doch gerade die institutionelle Kultur produziert noch zu häufig auf der Basis eigener, oft tradierter Routinen. Dies führt nicht selten zu Legitimationsdefiziten in der breiten Bevölkerung, auch das kenne ich aus dem kommunalen Alltag im Übrigen, und damit zu einem Verlust an gesellschaftspolitischer Relevanz des gesamten Feldes. Mit dem Engagement für die Demokratie knüpft die kulturpolitische Gesellschaft wieder stärker an eine ihrer ursprünglichen Traditionslinien an. Schon seit ihrer Gründung engagieren wir uns als Verband im Sinne einer Kultur für alle und mit allen für soziale Gerechtigkeit, mehr Teilhabe und das Ideal einer kulturellen Demokratisierung. Soziokultur als Programmformel und Praxisfeld war ein Resultat oder eine Resultante dieser emanzipativen Öffnung des Kulturbetriebs. Das Ideal kultureller Demokratie trifft nun auf eine neue, sehr anspruchsvolle Kulisse. Aus unserer Sicht dürfen die anstehenden Veränderungen im Kulturbereich aber nicht bedeuten, dass einfach immer mehr an Mitteln aus der Kulturförderung in den Erhalt des existierenden Status quo fließen. Wir fordern vielmehr die gezielte Stärkung bzw. Ausweitung einer transformationsorientierten und konzeptbasierten Kulturpolitik, die einer Politik des gezielten Umbaus folgt, eines adaptiven Wachstums, um diesen Begriff aus der Biologie zu bemühen. Ein schlichtes Weiter-so oder gar eine Naturalisierung des Bestandes in roten Listen bedrohter Kultureinrichtungen, die jetzt zur Corona-Pandemie zynischerweise wieder aufgelegt wurde, scheint mir keine Option, da es auch für das Feld der Kultur keine Ausreden für ein Aufrechterhalten der scheinbaren Normalität mehr geben kann. Und prekäre Verhältnisse werden auch künftig mancherorts zu beklagen sein, und wir können auch Scheitern nicht ausschließen. Alle Bereiche der Gesellschaft sind gleichermaßen gefordert, sich verändernd, sich selbst verändernd, an neuen Lösungen zu arbeiten und diese umzusetzen oder es zumindest zu versuchen. Wir sind nicht Fels in der Brandung, sondern Bestandteil des dynamischen Stroms. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade der Kulturbereich, und das ist auch schon angeklungen, kann Orientierung geben und Mut machen für gelingende Veränderungen. Er hält dafür viele kreative Methoden und vor allem Verhandlungsorte bereit. Und auch der aktuelle Koalitionsvertrag bietet relevante Ansatzpunkte, etwa den Green Culture Desk, für den der Bund ja gerade die strukturellen Voraussetzungen schafft. Und schließlich mindestens zwei Konstituenten der großen Transformation werden als kulturelle Revolution verhandelt. Ich bin noch in der DDR groß geworden, hätte mir noch einer gesagt, dass ich noch eine Revolution erlebe, hätte ich gesagt, nein, danke. Also wir haben da schon erst die große Kulturrevolution von oben, dann die friedliche Revolution, das war wirklich eine sehr, sehr gute. Aber jetzt gleich zwei weitere, Digitalität und Nachhaltigkeit. Wenn Kulturpolitik Gesellschaftspolitik ist, wovon ich überzeugt bin, muss sie sich in besonderer Weise kompetent erweisen, Kulturwandel zu verhandeln, ihn auch fasslich zu machen. Mehr noch, wenn es um revolutionäre Prozesse geht. Dies kann sie diskursiv, spielerisch, darauf hat auch Carsten Broster verwiesen, oder durch frühzeitige institutionelle Anpassungsprozesse. Der Kulturbereich galt schon immer als Experimentierfeld und gerade die besonderen Freiheitsrechte und Freiheitsgrade der Kultur erlauben eine kritische und beherzte Antizipation des Künftigen. Wenn wir freilich durch kluge Kulturpolitik auch die Ressourcen und Rahmenbedingungen dafür bereitstellen und Konzepte ehrlich umsetzen. Im Zentrum unserer Erkundungen in den nächsten zwei Tagen, jetzt wird es wieder optimistisch, steht die Demokratie. Und zwar in sehr lustvoller Auseinandersetzung bei allen Problemen. Aber wir werden sie an vielen Punkten mit den gesellschaftlichen Herausforderungen konfrontieren müssen, hart konfrontieren müssen, die auch in der Kulturpolitik Niederschlag finden. In der Hoffnung natürlich, die Demokratie damit zu stärken und demokratische Kulturpolitik der Transformation besser verstehen und tatsächlich umsetzen zu können. Dass wir heute über diese Themen sprechen können, verdanken wir vielen Beteiligten. Die Institutionen habe ich schon genannt, aber es sind natürlich auch immer Köpfe, einzelne Personen, die sich besonders engagieren. Ich möchte die Wichtigsten vielleicht, es gibt keine Wichtigsten, also die, die besonders aktiv geworden sind, namentlich persönlich nennen. Ich bedanke mich beim Team der Kulturpolitischen Gesellschaft um Dr. Henning Mohr, insbesondere Ulrike Blumenreich und Antonia Kallenberg, beim Team der Bundeszentrale für politische Bildung bei Linda Kelch
bedanke mich aber auch bei allen Referentinnen und Referenten, die wir jetzt noch hören werden im Laufe der nächsten beiden Tage, bei unserer Tagungsstätte, dem Hotel Aquino, das uns ja schon längere Zeit beherbergt und versorgt. Und ich danke Ihnen ganz besonders, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und so mutig waren nach der Pandemie, sich in diese Auseinandersetzung, die keine leichte werden wird, mit uns zu begeben. Ich wünsche uns einen spannenden und einsichtsreichen Kongress. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch die Freude, wir haben das Programm ja ein bisschen an die Situation angepasst und kriegen jetzt auch eine schöne Schleife sozusagen zur Eröffnungsrede unserer Kulturstaatsministerin. Ich begrüße Katharina, das muss ich jetzt wirklich ablesen, da bin ich nicht ganz so. Katharina Mischtschenko, Autorin, Übersetzerin und Kuratorin, und Katharina Stetschewitsch von der Bundeszentrale für politische Bildung, die uns zu ganz aktuellen Themen etwas vortragen werden. Die Bühne gehört Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung, die Möglichkeit, ganz kurz zu Ihnen zu sprechen. Ich möchte eine Sache in Erinnerung rufen, und manche von Ihnen vielleicht waren dabei. Es war 2009, als ich mit zwei Kolleginnen von mir, eine Kollegin, die jetzt in Literatur aus Stuttgart ist, und eine Kollegin aus der Bundeszentrale für politische Bildung, da waren wir noch nicht da in der Bundeszentrale, ein Symposium, eine Konferenz mitgestaltet haben mit dem Titel Wechselstrom, Frauen im mittelosteuropäischen Literaturbetrieb. Und das war 2009. Die Eröffnung hatten wir mit Heta Müller, Slavenka Drakulic und Svetlana Alexievich an einem Tisch. Und es gab ungefähr ein Viertel an Zuschauern und Zuschauerinnen. Und ein Panel war besetzt mit Katharina Mischtschenko, die ich seitdem kenne, und seitdem sind wir auch im Gespräch. Und seit 2009 unterhalten wir uns über die Ukraine, über Deutschland, über die Kultur, lebendige Kultur in der Ukraine. Und das machen wir auch heute fort. Unser Gespräch ist bei weitem noch nicht zu Ende. Und ich freue mich, Katja, dass du dabei bist. Und wir würden gerne mit einem Bild anfangen, und ich hoffe sehr, dass es klappt. Oder das ist besser gesagt ein Video. Vielleicht haben Sie dieses Video schon gesehen. Falsch. Das Video ist ohne Ton, aber das passt auch sehr gut eigentlich. Und jetzt müssen wir uns die unpassende Anzeige ansehen. Alles gut? So, das ist, ich würde sagen, wir schauen uns einfach an.
So, das war ein Abschlussball, ein Abi von den Schülern aus Kharkiv. Das ist eine Tradition in der Ukraine, am 25. Mai bzw. dann Ende Mai, Anfang Juni einen Abiball zu machen und den letzten Tanz sozusagen in der Schule zu tanzen, den Walzer. Und hier haben Sie gesehen Schülerinnen und Schüler, die noch in Kharkiv geblieben sind, in der Stadt im Osten der Ukraine. Und sie tanzen vor ihrer Schule, die zerbombt ist. Und von der Schule ist im Prinzip so gut wie nichts, eine Wand geblieben. Und ich habe mich entschieden, dieses Video Ihnen zu zeigen, weil das für mich eine Metapher ist, eine Metapher, die an Frau Roths Ausführungen auch anknüpft. Für mich ist es eine Metapher der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Sie sehen hier eine Bildungsstätte, sie ist zerstört und vor dieser zerstörten Bildungsstätte stehen junge Menschen. Was haben Sie für eine Zukunft? Damit möchte ich beginnen. Was haben Sie, was werden Sie erleben nach diesem Abiball? Wohin sollen Sie gehen, wenn alles zerstört ist, wenn gerade jetzt und jetzt zurück zur Gegenwart Ihnen die Zukunft genommen wird? Es ist für mich auch aber eine Metapher, dass Bildung angegriffen wird, dass Bildungsstätten, Museen, Kultureinrichtungen zerstört werden. Es wird der Kern dieses Landes getroffen, nämlich die Kultur und die Bildung. Das sind Traumata, das sind eigentlich Leere, die wir sehen. Und die Kultur aber wird von den Menschen gestaltet. Und ich frage mich schon, was passiert mit diesen Menschen in der Ukraine, auch die Frau Roth erwähnt hat, was passiert mit diesen Menschen, die Kulturgüter schützen, die Bilder abhängen und in die Keller bringen, die Bücher in die Keller schleppen und sie versuchen zu schützen von Bombardierungen. Da sind Zerstörungen bei den Menschen aber, die wir nicht sofort sehen, sie bleiben im Verborgenen. Und ich frage mich, und da sind aber Kulturträgerinnen und Träger, und ich frage mich, wie können wir diese Geschichten erzählen und wie können wir sie sichtbar machen, wie dieses zerstörte Gebäude, das, was unser Auge erfasst. Was passiert mit diesen Menschen, die Kultur machen, die Kultur gestalten? Und das möchte ich Katharina Mischenko fragen. Vielen Dank, Katja. Ja? Geht das? Nein? Er ist gerade beschäftigt. Das müsste gehen. Das Mikrofon, wir brauchen ihn mal. Das Mikrofon funktioniert nicht. Vielen Dank, Katja, für diese Frage. Ich wollte vielleicht noch kurz hinzufügen zu dieser zeitlichen Überlagerung, dass wir die Vergangenheit sehen, also dieses alte Gebäude, das in der Gegenwart schon eine Ruine ist, gleichzeitig diese jungen Menschen, die natürlich nur ihre Zukunft haben. Sie haben noch keine richtige Vergangenheit gehabt in ihrem Leben und sie sind absolut der Zukunft ausgerichtet. Und da sehe ich auch, dass es so stur weitergelebt wird. Also, und dieses Video zeigt das auch. Es gibt so eine starke Selbstbestimmung auch beim Widerstand in diesem Krieg von vielen ukrainischen Generationen. Und das ist, glaub ich, auch ein unglaublich harter Job, in dem während des Kampfes noch immer wieder eigene Zukunft zu bestätigen und darauf zu bestehen, dass wir hier bleiben, dass wir hier weiter leben wollen, auch wenn unsere Stadt ruiniert wird, dass wir unsere Kultur, unsere Schultraditionen behalten. Und das ist auch eine wichtige Form des Widerstandes, finde ich. Also deswegen ist dieses Video natürlich, also zum Glück haben wir keine Musik gehabt, sonst wäre es noch dramatischer. Aber es gibt da auch eine Zukunftsorientierung. Und das ist etwas, was unterstützt werden muss, glaube ich. Und das ist auch etwas, was die Menschen in der Ukraine inspiriert, weiterzumachen.
Ja, und zu deiner Frage, glaube ich, sind wir jetzt in der Zeit von ganz praktischen Handlungen. Und das ist für mich jetzt primär die Definition der Solidarität. Also heute sind wir irgendwie gezwungen von der Situation, ganz praktisch zu agieren und ja, auch ganz praktisch zu helfen. Ich kenne auch Akademiker und intellektuelle Slawisten hier, die zum Bahnhof gegangen sind, um Flüchtlinge zu begrüßen, um sie ein bisschen zu koordinieren und zu informieren. Also es ist auch die Situation von vielen Menschen in der Ukraine, dass sie erstmal sich entscheiden, alles zu retten, was zu retten ist. Das machen auch die Kulturschaffenden. Du hast übrigens gefragt, was passiert mit diesen Menschen. Eigentlich, also wenn sie auf besetzten Territorien sind, passieren mit denen nicht gute Sachen. Museensleiterinnen, meistens sind das Frauen, werden bewusst, also ganz gezielt entführt. Und die Lehrer, glaube ich, haben, also glaube ich nicht, also das weiß ich, sie haben Angst auch, sich als Lehrer zu outen, sag ich mal so, weil, also vor allem, wenn das ukrainisch Lehrer sind, denn das sind für Russen auch Agenten des, ja, dieser ukrainischen Identität und ukrainischer Kultur, und sie müssen dann auch unter Druck gestellt werden oder beworben werden, wenn das geht. Also die Menschen aus dem Kultur- und Bildungsbereich sind unmittelbar betroffen, und diejenigen, die in den noch einigermaßen, also relativ friedlichen Orten sind, die versuchen, ihre Kollegen zu retten und die ja auch die Werke. Aber, und da möchte ich auch ein Bild zeigen, das war unsere Idee des Gespräches, dass wir ja Bilder austauschen sozusagen. Könnten Sie das bitte projizieren jetzt? Und das ist auch eine der Antworten auf deine Frage, was mit Künstlern, Künstlerinnen heute passiert. Also erstmal sehen Sie ein Bild, und ich glaube, das wird heute sofort interpretiert als eine Friedensprojektion mit diesen Tauben, mit diesem Kind, mit dieser Mutter. Das ist, glaube ich, auch ein Porträt der Flucht heute, wo vor allem Frauen mit ihren Kindern in Europa unterwegs sind, sozusagen. Aber das Bild kommt aus den 60ern des letzten Jahrhunderts und wurde von Lyubov Panchenko geschafft, von einer der Kiewer Künstlerinnen und Vertreterinnen dieser Kunstströmung in der Ukraine oder künstlerischen Schule. Lyubov Panchenko war auch Modemacherin, und dieses Bild wurde auf dem Mantelstoff gemacht. Und das ist für mich auch ein ganz besonderes Medium. Da geht es wirklich um diesen Frauenansatz in der Kunst, auch mit ganz utilitären, also häuslichen Stoffen zu arbeiten. Und gleichzeitig sehen wir hier etwas Reproduktives, etwas, was nicht immer als richtige Kunst anerkannt wird, eher als so ein hobbymäßiges Frauending. Und das können sich auch die weiblichen Künstlerinnen dann gönnen. Aber dahinter steckt auch ganz viel. Und nicht nur diese reproduktive Arbeit und Unsichtbarkeit, aber auch eigentlich das Schicksal dieser Künstlerin. Sie hat in Bucha gelebt, sie hat vor dem Krieg ihren 84. Geburtstag gefeiert, und sie hat sehr arm gelebt. In ihrem Häuschen wurde sie immer wieder besucht von Volontären, die sich für Kunst interessierten, und sie haben ihr was zum Essen mitgebracht und haben sie unterstützt. Also in ihrem Alter war sie schon nicht besonders aktiv und beweglich, und während der Besetzung von Bucha
hat sie niemand besucht. Sie war alleine und sie hat auch verhungert, monatelang oder sogar, also wochenlang. Und erst danach wurde sie gefunden, gerettet, ins Krankenhaus gebracht und dort ist sie gestorben. Und es ist einmal die Tragödie ihrer letzten Wochen des Lebens, auch ist es eine Tragödie des Vergessens und der Situation von dieser Frau. Und wie gesagt, hinter einem Bild, das heute ganz neu interpretiert werden kann, steckt ganz viel an Erfahrung von Künstlern und Künstlerinnen und von Menschen insgesamt, heute in der Ukraine, aber auch von ihrer nicht immer einfachen Situation auch vor dem Krieg. Und ich glaube, es muss vielleicht wieder als Antwort auf deine Frage, es muss vielleicht alles thematisiert werden erstmal und dann überlegt, wie wir damit weiter umgehen. Ich glaube, ich muss es ableiten. Ah, okay. Genau. Also Katja, du hast dargestellt, wie inkludierend die Kultur sein kann. Und vielleicht komme ich jetzt doch zum Tiefpunkt und nicht jemand anderer. Die Kultur kann aber auch blenden und exkludieren. Und ich glaube, wir würden uns was vormachen, wenn wir diesen Punkt auch nicht besprechen. Also falsche Wahrnehmungen Russlands zum Beispiel nach 91 haben dazu beigetragen, dass wir hierzulande etwas übersehen haben, dass wir ein Imperium im Aufstreben übersehen haben und uns vielleicht etwas imaginiert haben. Und diese Imaginationen wurden auch von Kultur bedient. Und ich glaube, das ist jetzt die höchste Zeit, sich der Realität zu stellen, der Realität, Katja, die du dargestellt hast, anhand dieses Bildes bzw. der Künstlerin, die hinter diesem Bild steht. Und ich denke, lange wurden auch, also wurde die Kultur der Ukraine, aber nicht nur, also den sogenannten Bloodlands, wurden die Kulturen übersehen. Und ich denke nicht, dass wir übersehen, vielleicht ist was ganz Zufälliges und nicht Intendiertes, aber ich glaube schon, dass vielleicht, wenn wir uns selbstkritisch diese Frage stellen, dass da nicht Übersehen im Spiel war, sondern eine Art Ignoranz. Dann würde ich dich, Katja, bitten, diese schwierige Frage vielleicht zu beantworten. Wie nimmst du das wahr? Was sind die Gründe des Übersehens oder der Ignoranz? Der geht nicht. Du musst wieder hierher kommen. Ja, es ist so ein... Ja. Das ist der Plan des Konzeptes. Das Vielleicht ist das auch Teil des Ganzen. Ja, da muss ich an ukrainische Situation denken. Ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, über Deutschland und Europa zu reden, wird es zu viel sein. Aber ja, dieses Problem des Vergessens und der Verdrängung, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir auf diesen Bloodlands gelebt haben. Ich kann mich sehr gut erinnern an die Zeiten nach dem Maidan und wo die Krim-Annexion schon passiert ist und der Kriegsausbruch in Donbass. Da haben meine Freunde und ich Bloodlands von Timothy Snyder gelesen, wo es darum ging, dass die, also ganz kurz gefasst, dass die Ukraine zu einem der meist gefährlichsten Orten in Europa war, in dieser Zeit, in den 30ern und den 40ern. Und
was alles dort passiert ist, von allen Seiten sozusagen, von stalinistischer und von Nazi-Deutschen. Und da hat eine Freundin gesagt, warum wird all das uns angetan? Warum passiert das hier? Und einerseits dachte ich, okay, wir sind schon eine andere Generation, also wir sind auch wahrscheinlich schon eine andere Gesellschaft, aber nein, also dieses Land bestimmt irgendwie immer wieder diese schreckliche Erfahrung. Und jetzt sind wir wieder in dieser ganz klaren Situation von Bloodlands. Und das ist etwas, wo wir diese Kontinuität sehen. Gleichzeitig gibt es keine Kontinuität, was die Kultur und Historiografie betrifft. Also da gibt es immer Risse, immer Spaltungen, immer Abbrüche, immer Turbulenzen, immer Wunsch, dass alles, was war, was auch ganz dramatisch war, zu verdrängen, wie zum Beispiel mit dem Dekommunisierungsprozess, den wir hatten. Jetzt haben wir noch Derussifizierung und Dekolonisierung. Und da frage ich mich, was passiert überhaupt mit der Vergangenheit, wo sie in so einer dramatischen Situation jetzt verdrängt wird erstmal, weil die Menschen auch und die Kultur wahrscheinlich auch nach Schutzräumen suchen. Und aber irgendwie ist diese permanente oder kurzen Unterbrechungen Gewalt in diesem Land, also gibt auch wenig Raum für diese Nachhaltigkeit, für Kontinuität, auch für die Wahrnehmung eigener Tradition oder für die Ausarbeitung einer Tradition. Und meine Generation, also da, wo ich 20 war, habe ich nicht viel dran gedacht, aber jetzt denke ich sehr viel drüber nach, was war davor, was haben die Menschen gedacht, die all das geschafft haben. Also wie hat Lyubow Panchenko gelebt in ihren 30ern? Was hat sie beschäftigt? Was war ihre Form des Widerstandes? Also mit wem hat sie getrunken und was wollte sie weitergeben? All diese Fragen beschäftigen mich jetzt und ich frage mich, werde ich irgendwann in meinem Land diese Freiräume haben, wo ich das besprechen kann, wo ich auch Informationen darüber finden kann, wo meine Kollegen und ich die Möglichkeit haben werden, auch Archive zu machen und mit Archiven zu arbeiten. Ja, das sind alles heute Fragen. Also die Antworten sind nicht klar. Gleichzeitig, wie bei diesem Video, müssen die Antworten schon produziert werden, denn es kann zu spät sein. Und da, glaube ich, kommen wir wieder zur Solidarität im Sinne eines gemeinsamen Denkens. Also diese Unterstützung oder Tradition oder auch Neuerfindung einer bestandenen Tradition wäre wahrscheinlich auch ein wichtiges Thema und Gegenstand der Zusammenarbeit. Katja, vielen Dank. Wir haben so gut wie gar keine Zeit, aber ich möchte vielleicht ganz kurz noch zum nächsten Panel überleiten. Du hast gesagt, gemeinsames Denken ist Grundlage der Kultur. Ich denke, und die Grundlage der Solidarität. Und wenn wir über Kultur reden und über Kultur nachdenken, fände ich wichtig, dass wir doch noch ganz kurz in unseren Gedanken zu diesem Video zurückkehren und an diese jüngere Generationen denken. Also wenn Zukunft Geschichte ist, um Mascha Gessen, eine berühmte russischstämmige Schriftstellerin, zu paraphrasieren, ist, wenn Zukunft Geschichte ist, dann führt das zum Totalitarismus. Das erleben wir jetzt in der Ukraine. Aber wenn Kultur eine Quelle der Zukunft ist, dann denke ich, haben wir viele Möglichkeiten für eine Solidarität und für gemeinsame Gespräche, die wir vielleicht auch die nächsten 2 Tage führen werden und auch die nächsten Jahre hoffentlich. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt übergeben wir die Bühne
an Wladimir Balzer und Ihnen noch viele inspirierende Gespräche. Applaus